Man hat immer mehr den Eindruck, dass sich Jerome Powell gegen den Rest der Fed stellt, weniger aufgrund seiner faktischen Aussagen, sondern aufgrund seiner Tonlage, seiner Betonungen bestimmter Dinge, die andere FED-Mitglieder, vor allem jene, die sich nach den US-Arbeitsmarktdaten, die ja so stark waren, so geäußert haben, dass sie gesagt haben, naja, die Zinsen müssen möglicherweise doch noch weiter steigen, wenn der Arbeitsmarkt so stark bleibt, wenn letztendlich unsere Erhöhung der Zinsen nicht so wirklich in der Realwirtschaft ankommt, zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Aber Powell, der ist bei seinem Mantra geblieben, dass er jetzt am letzten Mittwoch bei der FED-Pressekonferenz ja schon gesagt hatte, nämlich diese ganze Geschichte mit Disinflation. Arthur Rubinstein hat, der Moderator hier im Economic Club of Washington, hat ihn nochmal gefragt, würden Sie dieses Wort, das Sie 15 Mal gebraucht haben oder 11 Mal gebraucht haben, hat Rubinstein gesagt, würden Sie das jetzt wiederholen? Sagt er, ja, das würde ich tun. All das ist ein langwieriger Prozess, all das wird es sicherlich dauern und dann eben auch mit diesen Financial Conditions, das war ja der zweite Grund für die Rallye letzten Mittwoch, auch das hat er wiederholt, als er sagte, ja, die Financial Conditions hätten sich ja schon deutlich gestrafft und der einzige Beleg, den er dafür anführen kann, ist der Chicago Fed National Conditions Index. Alle anderen, die von Bloomberg wie auch die von Goldman Sachs zeigen, eine substanzielle Aufweichung der Finanzkonditionen. Das sieht man hier ein Stück weit auch, dass das natürlich zurückgegangen ist, aber es ist eben rigider als zu Jahresbeginn. Man sieht natürlich schon, Kreditvergabe ist ein bisschen schwieriger für Banken oder Unternehmen bekommen von Banken etwas weniger leichte Kredite. Aber es ist letztendlich so, dass Powell bei seiner Aussage geblieben ist. Zero Hedge hat getwittert, Powell hatte seine Chance, seine dovischen Aussagen vom letzten Mittwoch zurückzunehmen. Das hat er nicht getan. Und wie gesagt, das kontrastiert sehr erheblich mit den Aussagen anderer Fed-Mitglieder. Das will ich gleich zeigen. Aber schauen wir uns nochmal den Jerome Powell im August und September an. Powell sagt, some pain is on the horizon. Also, wir müssen Schmerzen in Kauf nehmen. Inzwischen scheint Powell davon auszugehen, dass sich das alles in Wohlgefallen auflösen wird, dass man also keine großen Schmerzen ertragen muss, um die Inflation runterzubringen. Und vor allem die Betonung, until the job is done, we are keeping at it, dieses Volker Zitat, wir bleiben dran, wir werden es so lange so hart durchziehen, bis die Dinge wirklich dann erledigt sind. Das ist irgendwie überhaupt nicht mehr seine Tonlage. Er ist nicht, oder es ist nicht so, dass er faktisch komplett etwas anderes sagt, aber es ist irgendwie nicht seine Betonung, seine Tonlage. Damals im August ist der Dow Jones etwa mal 1000 Punkte gefallen und nächsten Dienstag, genau in einer Woche, da kommen die Inflationsdaten. Und wenn Powell von Disinflation spricht, naja, dann schauen wir uns mal die Erwartung zumindest an, 0,5% zum Vormonat, immerhin noch 6,2% zum Vorjahresmonat und auch in der Kernrate 0,4% zum Vormonat und 5,5% zum Vorjahresmonat, also so richtig disinflationär scheint mir das nicht zu sein. Okay, er hat die Dinge gesagt, die man erwarten konnte, Arbeitsmarkt ist immer noch heiß, Dienstleistungssektor ohne Immobilienbereich, da achten wir besonders drauf und auch gesagt, ja, ich erwarte nicht, dass wir 2023 dann die Zinsen senken. Aber immerhin hat er in Sachen Hawkishness doch gesagt, okay, wenn die Arbeitsmarktberichte oder höhere Inflationsdaten reinkommen, dann müssen wir doch noch stärker die Zinsen anheben. Das ist das, was alle anderen im Grunde in den Vordergrund gestellt haben. Die Frage ist also, was schiebe ich als mein Argument nach vorne? Alle anderen, die sich seit den starken Arbeitsmarktdaten geäußert haben, die haben das in den Vordergrund geschoben. Powell hat das im Grunde so als Nebensatz relativ weit hinten in der Kulisse gehabt. Ganz anders Cash Curry, der früher auch sehr dovish war, der jetzt gesagt hat, ja, also ich sehe offenkundig, dass unsere Zinsanhebungen nicht ausreichend wirken, dass sie nicht wirklich ankommen. Dementsprechend haben wir noch einen weiteren Weg zu gehen. Da ist also noch viel zu tun. Und wie soll denn die Lohnpreisspirale gebrochen werden, wenn wir solche Arbeitsmarktdaten bekommen? Und wir sehen schon wieder am Hausmarkt, dass die Nachfrage wieder steigt und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine andere Tonlage, eine andere Betonung. Ganz ähnlich Bostic, Atlanta Fed-Chef, der gesagt,
gesagt, naja, wir müssen dann vielleicht sogar wieder 50 Basispunkte Zinsschritte machen, also die Zinsen um 0,5% anheben. Und Bostik hat gesagt, dann auch noch, wir werden uns die Arbeitsmarktdaten nochmal ganz genau anschauen. Was da zu dieser Überraschung nach oben geführt hat, mit dem hat keiner gerechnet. Hat er gesagt, wir haben mit Leuten gesprochen zuvor, keiner, das hat sich irgendwie nicht angekündigt. Es gibt ja Hinweise darauf, dass das einfach die Erweiterung der Labor Force ist, dass man also mehr Leute praktisch in die arbeitsfähige und willige Bevölkerung integriert hat, aufgrund von Immigration und so weiter und so fort. Und vor allem widerspricht es dem, was der allerdings inzwischen nicht mehr Stimmberechtigte seit Januar im FOMC gesagt oder was Ballard, der nicht mehr stimmberechtigt ist, jetzt als FOMC-Mitglied gesagt hat. Also wir müssen die Zinsen weit über 5% anheben und da ist also eine ganz andere Tonlage, da ist eine ganz andere Schärfe in der Rhetorik und die Märkte hatten ja nach den starken US-Arbeitsmarktdaten im Grunde die Fed jetzt das erste Mal ernst genommen, indem die Erwartungen der Zinsentwicklung, die Fed ja in den sogenannten Dotplots immer veröffentlicht, im Grunde bei den Fed Fund Futures weitgehend genauso eingepreist wurden. So hat man zum Beispiel jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass im Juni nochmal die Zinsen angehoben werden, deutlich erhöht. Oder man hat hier zum Beispiel jetzt seitens der Großbanken auch umgesteuert und hat gesagt, Mensch, könnte sein, dass die Zinsen bis auf 6% steigen, so wie jetzt etwa die Citigroup jetzt sagt, aber es gibt noch einen Unterschied. Die Märkte sagen sich schon, okay, die Zinsen könnten höher steigen, also ein bisschen deutlicher über die 5% Marke. Aber dieses Higher for Longer Narrative, wie hier die Engländer sagen, oder die Briten oder die Amerikaner oder halt die Angelsachsen, meine Damen und Herren, diese Aussage der Fed, dass die Zinsen in 23 nicht gesenkt werden, das glaubt man nach wie vor nicht, denn man denkt, dass dann doch noch irgendwie Ende des Jahres 2023 die Zinsen gesenkt werden. Und anders hat sich jetzt die Bank of Australia geäußert, die ja mit einer der ersten war, die es mit der Inflationsbekämpfung ernst genommen hat. Die haben zwar die Zinsen angehoben, wie erwartet, um 0,25%, aber, und das war eine Überraschung, eben auch gesagt, naja, das heißt nicht, dass da Schluss ist. Im Gegenteil, wahrscheinlich werden wir sogar weiter die Zinsen anheben. Das hat die Märkte, das hatten die Märkte so nicht erwartet. Jetzt kommen wir zur Bewertungsfrage eben. Hier sehen wir einfach, dieses eine ist die Zinsgeschichte, das andere ist die Bewertungsfrage. Natürlich ist jetzt durch den starken Arbeitsmarktbericht so ein bisschen dieses Soft Landing-Thema wieder im Vordergrund, dass man also sagt, kommt keine Rezession, dadurch werden die Unternehmen nicht so stark unter Druck kommen. Dennoch sehen wir in allen Bereichen, dass die Gewinnerwartungen weiter gesenkt werden. Die sind jetzt das erste Mal negativ, wie Mike Wilson hier richtig bemerkt hatte. Und hier ist eben die Frage Technik gegen Fundamentals. Wer hat recht? Aber es ist vielleicht, wie Ben Graham gesagt hat, ein wirklich sehr weiser Spruch. The market is a voting machine in the short term and a waiting machine in the long term. Also die Märkte sind eine Abstimmungsmaschine im kurzen Zeitfenster und eine Art Waage im längeren oder mittelfristigen Zeitfenster, im längerfristigen Zeitfenster. Also man reagiert erstmal und stellt das dann nochmal auf die Waage, prüft das, ob das denn wirklich so ist. Vielleicht ist es bei den Märkten diesmal auch so und manche werden auf dieser Waage für zu leicht befunden, etwa Bed Bath & Beyond, die jetzt nochmal einen Kredit bekommen haben, beziehungsweise über eine Kapitalerhöhung versuchen jetzt noch ein paar Monate zu überleben. Das ist jetzt erstmal gelungen, aber die Wahrscheinlichkeit tendiert fast gegen null, dass ein Überleben hier möglich ist. Und das ist ja einer dieser Meme-Stocks, die derzeit vor allem mit Optionen nach oben geprügelt wurden. Die Aktie kürzlich noch bei $7, gestern war es, glaube ich, dann hat man gestern im späten Handel gesagt, wir machen eine fette Kapitalerhöhung. Jetzt haben Analysehäuser ihr Kursziel auf $0 gesenkt, weil man sagt, das Unternehmen hat zu wenig Zeit, um das Ganze zu überleben. AMC auch unter Druck, auch ein Meme-Stock. Da will man jetzt Preferred Seating verkaufen, also so Privilegiensitze, ganz tolle Sitze.
Naja, wenn man keine Idee hat, dann macht man solche Geschichten. Und kommen wir jetzt nochmal nach Deutschland, da sehen wir, dass die Kaufkraft der Deutschen so stark nachlässt wie noch nie, seit es die Statistiken dazu gibt. 4,1% inflationsbereinigt der Kaufkraftverlust der Deutschen und gleichzeitig entschwindet ein Geschäftsmodell für die Deutschen. Hier sehen wir vor allem die chemische Industrie, die energieintensive Industrie, die ist hier praktisch im freien Fall, das wird Konsequenzen haben, da hängen andere Firmen dran, da hängen Jobs dran, da hängt Know-how dran. Da sagt man sich dann als Firma, dann gehen wir halt woanders hin, wenn da Energie nicht so teuer ist wie in Deutschland, wir haben ja die höchsten Stromkosten weltweit, dank genialer Energiepolitik, die davon ausgeht, dass es schon irgendwie werden wird. Ja, das wird klappen, aber die Deutschen spielen dann auf der anderen Seite nicht mit, nämlich seit die Förderung gekürzt wurden für Elektroautos. Geht der Absatz eben für E-Fahrzeuge deutlich, deutlich nach unten. Und dann kriegen wir solche Aussagen wie von einer Mobilitätsberaterin, die allerdings Literaturwissenschaft studiert hat. Vielleicht hat sie sich da auch ein bisschen bewegt im Studium. Das war sie jetzt nicht. Ob die Deutschen für eine Mobilitätswende bereit sind, ist mir komplett egal. Aber vielleicht ist auch den Deutschen komplett egal, was solche Spinner sagen. Das wäre doch auch vielleicht mal eine denkbare Variante. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Hier Citigroup, 6% wird der Leitzins steigen. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem hochinteressanten Artikel. Und dann vielleicht auch nochmal die andere Argumentation. Sie können bei Finanzmarktwelt die Kernaussagen von Paul nochmal lesen, aber eben auch das, was Kashkari gesagt hat. Und faktisch ist es jetzt so, dass die Karten wieder mal neu gemischt werden. Es wird darauf ankommen, wie die Daten reinkommen. Letztendlich sind wir so schlau wie zuvor. Das ist das Fazit wahrscheinlich der heutigen Aussagen von Jerome Powell. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, empfehle die zwei Artikel und sage Servus und Ciao.